Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? Okay. Zum Glück können unsere Politiker noch richtig rechnen. Entscheiden Sie sich doch mal, was die Banken mit ihren Gewinnen machen sollen. Man kann einen Euro nur einmal ausgeben. Eins und eins ist eins und nicht drei. 2 + 2 = 4, -1, that's free, quick maths. Zur Einrichtung einer Zone von Massenvernichtungswaffen im Nahen Osten. Bitte, was für eine Zone? Einer Zone von Massenvernichtungswaffen im Nahen Osten. Ach, und die? Ist eine große Chance für Frieden und Sicherheit in dieser Region. Wir haben es geschafft, mein Freund, wir haben die Stadt gerettet. Das Internet ist für uns alle Neuland. Das Internet ist für uns alle Neuland. Internet ist für uns alle Neuland. Internet ist für uns alle Neuland. Internet alle Neuland. Internet ist für uns alle Neuland. Internet ist für uns alle Neuland. Internet alle Neuland. Internet alle Neuland. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, meine Charles de Gaulle in Frankreich oder in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden. Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen Franz Josef Strauß, dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen. Warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? 100.000 gegen 0 Tote im Jahr. Weil Cannabis eine illegale Droge ist. Punkt. Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, Wahlaufruf gegen CDU und SPD. Habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen 2 Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein? Wenn die Sonne ganz doll strahlt, könnte es ja sein, dass die Ozeane ganz warm werden und ganz viel CO2 abgeben. Ein Grund mehr, dass das nicht so schnell passieren soll. Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Der Ozean wird ja nicht warm, weil wir sagen, Ozean wird mal warm oder kalt. Also verklagen wir die Sonne irgendwann. Wir sollten die Sonne verklagen. Ah, das ist hart. Das ist hart. Die Grünen haben 2 Fehler gemacht. Erstens, sie haben die Homöopathie-Debatte verschoben und zweitens, sie haben mich reingelassen. Entweder ist man die Partei der Wissenschaft oder nicht. Natürlich sind wir die Wissenschaft, aber es gibt so eine Wissenschaft und so eine Wissenschaft. Ja toll, das sagt die AfD beim Thema Klima auch, dass es so eine Wissenschaft gibt und so eine Wissenschaft. Ey, kein Vergleich mit der AfD. Das ist so Lichtjahre von uns weg. That's not how it works. That's not how any of this works. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Abonniert meinen Kanal für weitere Meme-Videos oder Merkel klemmt euch das Internet ab.